Ahmad hat es geschafft. Der ehemalige Dolmetscher der US Army ist aus Kabul nach Amerika geflohen. Den Terroranschlag am Flughafen Kabul hat er überlebt, doch seine Familie blieb im Chaos zurück. In Fremont, Kalifornien, hat er eine neue Heimat gefunden. Aber glücklich sein kann er ohne Frau und Kinder nicht. Ich stehe unter großem Druck. Meine Familie ist in Afghanistan. Sie ist in Gefahr. Ein neuer Morgen in einer neuen Heimat. Hier in der 200.000 Einwohnerstadt Fremont in Kalifornien liegt die größte afghanische Enklave der USA. Ihre Einwohner nennen es Little Kabul. Ahmad und seine Brüder leben jetzt auch hier. Ende August ist der ehemalige Übersetzer der US Army aus Kabul in Afghanistan ins kalifornische Kabul geflüchtet. Der Supermarkt ist Treffpunkt der Community. Die ersten kamen während des sowjetisch-afghanischen Krieges in den 1980er Jahren nach Fremont. Hier gibt es vieles, was sie aus der alten Heimat vermissen. Ich mag es hier. Es ist wie zu Hause. Deshalb lebe ich hier. Soweit ich weiß, suchen die Taliban jetzt nach mir, wo wir früher lebten. Die Leute wissen ja, für wen ich gearbeitet habe. Sie erzählen das dem Geheimdienst der Taliban und der sucht nach mir und meiner Familie, um uns festzunehmen. Seine Frau und die Kinder versteckten sich derzeit, sagt Ahmad. Er hofft, sie bald aus Afghanistan in die USA nachholen zu können. Und seine Geschichte zu erzählen sei ihm wichtig, trotz der Gefahr, die das für seine Angehörigen bedeuten könne. Besonders beliebt ist der Bäcker, der rund um die Uhr frisches Naanbrot herstellt. Bis aus Los Angeles kommen sie angeblich angereist, nur für dieses Brot. 2,50 Dollar kostet der meterlange Fladen. Verkauft wird nicht nur an Afghanen. Die Leute kommen von überall her. Meine Eltern sind aus Indien. Wir essen das Brot auch mit anderen Gerichten. Es schmeckt köstlich. Alles schmeckt lecker hier. Viele Leute kaufen hier ein. Das sind die gleichen Leute seit 20 Jahren, seit ich klein war. Sie backen mit Liebe. Und jetzt gebe ich es meinen Kindern. Der Maywand Market wurde in den 90er Jahren von Flüchtlingen aus Kabul eröffnet. Noch immer ein Familiengeschäft in zweiter Generation und eine Institution. Die neue Flüchtlingswelle ist gut fürs Geschäft, sagt Besitzer Kai Karimi. Je mehr Afghanen, desto mehr Brot müssen wir backen. Aber Spaß beiseite. Wir sind froh über die Neuzugänge. Es ist ja furchtbar, so zu leben, auch wenn man religiös ist. Dass man gesagt bekommt, wie man sich anziehen soll, wann man weinen darf, wann lachen, welche Musik man hören darf. Es ist widerlich. Wir leben im 21. Jahrhundert. Die Menschen sollten frei sein. Man sieht ihnen an, dass sie viel durchgemacht haben. Sie haben viele Fragen, viele Sorgen. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Wir sind ja schon etwas länger hier. Wir sagen ihnen, wo sie Hilfe bekommen, wenn es ums Auto geht, wo man wohnen kann, essen, beten. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Afghanen. Ahmad hat es geschafft, doch den Horror des Krieges hat er noch lange nicht überwunden. Fürs Erste hat er ein Dach über dem Kopf. Bei seinem Bruder Kamal und Familie leben sie jetzt zu siebt. Die kamen schon vor 7 Jahren nach Kalifornien. Die Erinnerungen an die Flucht lassen Ahmad nicht los.
Es war alles sehr gefährlich. Wir haben die Tage gezählt, bis die Taliban kommen und uns gefangen nehmen würden. Wir haben alles zurückgelassen, unsere Büros, unsere Häuser, unser Auto, unser Geld auf den Banken. Wir wollten einfach nur unser Leben retten, nicht von den Taliban getötet werden. Also sind wir mit unseren Familien aufgebrochen und zum Flughafen gefahren. Der Tag der Flucht. Diese Bilder hat Ahmad mit seinem Handy am Flughafen Kabul gefilmt. Tausende Menschen wollen auf das Gelände, einfach nur raus, aus Afghanistan. Überall Tränengas, Warnschüsse. Die Warnung der US-Botschaft ignorieren sie vor einem Anschlag der Terrormiliz ISK. Plötzlich explodierte eine Bombe am Gate. Wir fielen auf den Boden. Ich war benommen. Ich konnte nicht mehr hören, nicht mehr denken. Einige Stunden war ich nicht bei Sinnen. Zwei Selbstmordattentäter sprengen sich im Gedränge in die Luft, reißen 182 Menschen in den Tod, darunter US-Soldaten und viele afghanische Zivilisten, Frauen und Kinder. Irgendwie wurde ich durch das Gate geschoben, zusammen mit 200 bis 300 anderen Menschen. Dann haben die Amerikaner die Tore geschlossen. Sie haben mich einfach ins Flugzeug gesteckt und mir nicht zugehört. Ich und tausende anderer Afghanen waren in der gleichen Situation. Wir mussten unsere Familien zurücklassen. Ich bin nicht glücklich. Ich stehe unter großem Druck. Meine Familie ist in Afghanistan. Sie ist in Gefahr. Sie haben kein Geld, kein Haus, niemanden, der ihnen hilft. Da kann ich nicht glücklich sein. Ich weiß nicht, wie ich nach Amerika kam. Es ist wie in einem schlechten Traum. Die Flucht geglückt, doch angekommen ist er noch nicht. Ahmad hat keine eigene Wohnung, keine Arbeitserlaubnis, kein Einkommen. Die Afghan Coalition, eine gemeinnützige Organisation, will Flüchtlingen wie ihm helfen, berät in Einwanderungsfragen und mit dem Papierkram. Wir sind heute hier, um Unterstützung für Flüchtlinge zu beantragen. Lebensmittel, Unterkunft, Green Card, alles, was wir benötigen. Green Card and House. And whatever assistance the refugees need. Okay, absolutely. No, we can help you fill out all those forms. Kein Problem. Wir können Ihnen helfen, die nötigen Anträge zu stellen. Sie können das hier bitte ausfüllen. Ihr Name, Telefonnummer und dann machen wir weiter. With your name and phone number and then we'll go through the process. Ahmad ist mit einem temporären Status eingereist, der ihm jetzt Probleme bereitet. Das Gemeindeamt hilft Flüchtlingen zwar mit Lebensmittelmarken und anderen Dienstleistungen, aber dafür benötigt er den sogenannten SIV-Status, den afghanische Ortskräfte üblicherweise erhalten. Ohne den gibt es auch keine Arbeitserlaubnis. Wir brauchen Arbeit, eine Wohnung und Essen, Willkommensgeld. Alles, was Einwanderer mit SIV-Status normalerweise bekommen. Wir brauchen nur das, sonst nichts. Wenn sie uns keine Unterstützung geben können, dann wenigstens eine Arbeitsgenehmigung. Ahmad erfüllt die Voraussetzung für ein SIV-Visum. Aber bei der Einreise hat ihm der Beamte ein temporäres Visum ausgestellt, deshalb hängt er in der Schwebe. Die Frage ist, ob er wirklich die Unterstützung erhält, die er eigentlich bekommen sollte, wenn sein SIV-Status anerkannt werden würde. Er steht also vor vielen Problemen, die er umschiffen muss. Es ist derzeit unklar, ob ihm geholfen werden kann mit einer Krankenversicherung oder Gutscheinen zum Wohnen. Eine nervenaufreibende Zeit für Ahmad. Am Ende ist nicht mal sicher, ob er in Kalifornien bleiben darf.
Die größte Herausforderung für diese Flüchtlinge ist es, eine Wohnung zu finden. Das Außenministerium hat eine Liste veröffentlicht von 19 Städten, in denen Flüchtlinge angesiedelt werden sollen. Keine dieser Städte liegt in Kalifornien, denn hier ist der Wohnungsmarkt am teuersten. Es ist Freitag in Little Kabul. Jede Woche kommt in der Abu Bakr-Moschee die afghanische Gemeinde zusammen zum Beten. Aber Thema Nummer eins ist und bleibt die aktuelle Situation in Afghanistan. Abdul Rashid, Prediger an der Moschee, sagt, wer heute vor den Taliban flieht, hat es leichter als Flüchtlinge vor 40 Jahren. In 1980. 1980 gab es hier in der Bay Area keine einzige Moschee. Heute ist es egal, in welche Richtung man fährt. Alle paar Meilen findet man eine Moschee. Wenn die Flüchtlinge hier ankommen, finden sie etwas Bekanntes, etwas, was sie Heimat nennen können. Denn es ist das Haus Gottes. Wir heißen ja jeden willkommen, egal ob sie aus Afghanistan oder einer anderen islamischen Gesellschaft stammen oder aus einem nicht-islamischen Land. Wir reichen ihnen die Hand. Wir versuchen, die Tradition des Propheten zu erfüllen, ihnen so gut wir können, zu helfen. Die Neuankömmlinge sind hier willkommen. Doch es bleibt der Horror der Flucht. Der Schmerz und die Angst um die Angehörigen, die noch immer in Afghanistan um ihr Leben bangen und nicht wissen, ob sie jemals die alte Heimat verlassen können.